Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zum nächsten Unboxing auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Antoine Griezmann Blister. Beim letzten Mal habe ich den Gareth Bale Blister geöffnet, Leute. Ich verlinke euch das Video mal unten in der Videobeschreibung. Und mal gucken, ob wir heute in diesem Blister vielleicht sogar ein bisschen Packluck haben, vielleicht eine Rare-Karte ziehen oder eine Legend-Karte. Ich habe noch keine Legend-Karte gezogen, Leute. Habt ihr schon eine gezogen? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ihr kennt das Ganze, Leute. Blister, ich bin Hashtag Blister-süchtig, ganz klare Sache. 4,90 kostet einer und dort sind 5 Karten drin. 5 Karten, ganz klar. Nee, da sind 5 Booster drin. 2 Karten liegen so mit drauf, oben auf den Boostern. Ihr kennt das ja, Leute. So, da haben wir ihn. Da haben wir Antoine Griezmann. Okay, sein Torjubel wäre noch geiler gewesen, finde ich. Auf so einer schönen limitierten Auflage. Aber egal. Hier ist seine Karte. Antoine Griezmann, 99er Angriffswert. Oh yeah. Sieht richtig nice aus, Leute. Antoine Griezmann gefällt mir sehr. Dann haben wir noch eine Clubkarte drin, die liegt immer bei. Also nicht immer Eindhoven liegt mit bei, aber eine Clubkarte liegt immer bei. Es kann sein, dass ihr Atletico bekommt, Real, Bayern und so weiter. Alle Clubs, die es halt in der FIFA 365/2019er Serie gibt. PSV Eindhoven habe ich hier am Start. Lege ich mit dazu. Und dann öffnen wir natürlich auch noch die 5 Booster. Ich würde es ja auch gut finden, wenn die Blister eingepackt sind mit speziellen Booster-Designs, Leute. Es gibt die normalen Booster in den ganz normalen Displays und dann würde ich auch noch feiern, wenn es beispielsweise hier komplett nur ein Spieler drauf ist bei den Blistern oder so, dass man noch mehr Variation hat mit den Booster-Designs. Was meint ihr, Leute? Könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Zack, zack. Wir starten mit dem ersten und wir starten direkt gut rein mit 2 Powerkarten, glaube ich. Manuel Akanji, 82 hat der, okay. Andrea Basagli, der nächste Juve-Spieler, De Sicchio. Jan Oblak, die haben wir schon am Anfang ganz kurz gesehen. Dejan Lovren als World Cup Hero. Und dann auch noch eine nächste Powerkarte. Das ist wieder dieser Franzose hier. Lenglet. Impact Signing von Barcelona. Ich habe, Leute, wenn ich ehrlich bin, ich wusste nicht, dass der da zu Barca gegangen ist. Und ich weiß auch nicht, wo der spielt. Oder wo er vorher gespielt hat. Wo er jetzt spielt, weiß ich. Natürlich bei Barca. Steht ja auf der Karte drauf. So. Da haben wir Arkadiusz Milik. Marcel Schmelzer. Oh, Karim Benzema als Fans-Favorite. Nice. Wusste ich gar nicht, dass es diese gibt hier. Und Guido Burgstaller. 2 Powerkarten in einem Päckchen. Ja, Panini macht wieder vieles gut bezüglich der WM, da sind die Booster ja teurer geworden. Es gab Base Packs, es gab das und das und das. Muss man ja mal hier sagen an dieser Stelle. So, wir drehen alles um, und starten mit Chaison von Gremio, Ivan Perisic, Raheem Sterling, Toni Kroos als German Star. Ja, wenn es einer verdient hat, so eine Karte zu bekommen, dann definitiv der Querpass-Toni. Toni Kroos, Toni, du bist Gold wert, German Star, 94er Control wert. Dann haben wir Oliver Torres und Alex Telles. Zwei haben wir noch. Da haben wir wieder 2 Powerkarten drin, die sehe ich jetzt hier schon. Harry Kane und Boca Juniors, also das Logo. Dann Emmanuel Reynoso, Mauro Icardi, C. Luis und zu guter Letzt Otavio von Porto. Und einen haben wir noch, Leute. Einmal haben wir noch die Chance, hier eine Rare-Karte zu bekommen. Oder eine Legend-Karte. Oder. So, reißen wir auf. Au. Au, Leute, was ist das? Die fühlt sich gut an. Manuel Neuer. Daniel Caligiuri, Thomas. Marek Hamšík. Thomas Meunier und... was ist das denn? Das ist Riyad Mahrez als Impact Signing für Manchester City. Okay, das hat sich so komisch angefühlt. Ich hätte gedacht, das ist eine Legend-Card oder so. Schade, Leute. Vielleicht klappt es beim nächsten Blister, vielleicht klappt es beim nächsten Multipack, Leute. Wenn es euch gefallen hat hier mit dem FIFA 365 Blister Unboxing, dann lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ich bin raus an dieser Stelle. Auf Wiedersehen. Tschüss.